Herzlich willkommen in der Schwindelambulanz in Sinsheim. Heute zu Gast der Chef persönlich, Herr Dr. Bodo Schiffmann. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was ist eigentlich eine Schwindelambulanz? Ja, ich freue mich, dass Sie mich hier interviewen, Herr Balbaki. Und schießen Sie los, was interessiert Sie? Ich versuche mich heute in einen Patienten zu versetzen, um zu verstehen, was genau ist denn eine Schwindelambulanz? Eine Schwindelambulanz beschäftigt sich mit Patienten, die unter Schwindelerkrankungen leiden. Dabei kann es sich um verschiedene Arten von Schwindel handeln. Sie wissen, es gibt Schwankschwindel, Drehschwindel, Fallschwindel. Aber es gibt eine sehr schöne Definition für Schwindel, die mal ein Neurologe geprägt hat. Der hieß Oppenheimer und der hat gesagt, Schwindel ist eine Unlustempfindung des Körpers, die aus einer Störung im Raum entspringt. Wir versuchen, dieses Rätsel zu lösen, woher diese Unlustempfindung stammt. Was erwartet mich als Patient in der Schwindelambulanz in Sinsheim? Wir gehen ein bisschen einen anderen Weg, als das andere Schwindelambulanzen machen. In vielen Schwindelambulanzen ist es so, dass der Patient erstmal sehr ausführlich befragt wird und man versucht sich anhand von seiner Geschichte eine Diagnose zu erstellen. Das heißt, im Grunde genommen verlässt man sich mehr auf das, was der Patient einem erzählt und stellt objektive Diagnostik hinten dran. Wir gehen einen anderen Weg. Bei uns steht an erster Stelle die objektive Diagnostik. Das heißt, wir untersuchen Patienten nach anerkannten, reproduzierbaren Verfahren. Und wenn Sie so möchten, ist das so ähnlich, als wenn Sie mit Ihrem Auto in die Werkstatt fahren, dann liest man an einem Computer den Fehlerspeicher aus. Und sowas machen wir auch. Das heißt, wir untersuchen Ihre Gleichgewichtsorgane objektiv und schauen, ob es zu irgendwelchen Fehlermeldungen kommt. Viele Patienten haben ja eine lange Odyssee hinter sich, von Arzt zu Arzt, mit keinen Ergebnissen oder ohne Befunden. Die meisten Patienten wagen sich doch nochmal in der Schwindelambulanz sich vorzustellen, jedoch mit der Angst, ob überhaupt irgendetwas gefunden wird. Wie kann ich als Patient wissen, oder es gibt ja bestimmt keine Garantie, dass irgendwas gefunden wird? Ja, das stimmt, da haben Sie völlig recht. Das heißt, es gibt keine Garantie, dass man die Ursache dieses Schwindels findet, aber tatsächlich muss ich sagen, können wir sehr stolz sagen, dass wir in weit über 90% der Fälle einen triftigen Grund finden für die Ursache des Schwindels. Und während die meisten Patienten, die sich bei uns vorstellen, auch immer wieder die Diagnose im Vorfeld erhalten, dass man nichts machen könnte oder dass sie sich ihren Schwindel einbilden würden oder dass sie einen somatischen Schwindel hätten oder psychosomatischen oder Angstschwindel, finden wir mit objektiven Kriterien in aller Regel die organische Ursache des Schwindels heraus. Damit schaffen wir eine neue Voraussetzung, weil wenn der Patient die Ursache seiner Beschwerden kennt, dann kann er auch gezielt dagegen vorgehen. Und auch wenn man die Ursache nicht beseitigen kann, ist der Patient in dem Moment, wo er weiß, wodurch der Schwindel verursacht wird, besser dran, weil er dann auf Situationen, die diesen Schwindel auslösen oder verstärken, anders reagieren kann. Und hier ist Objektivität durch nichts zu schlagen. Sie haben schon richtig gesagt, sehr viele Patienten stellen sich vorher bei sehr vielen Ärzten vor. Wir blenden das erstmal aus und das ist ganz wichtig. Das heißt, wir schauen uns nicht an, ob der Patient schon bei dem bekannten Schwindelexperten Professor XY aus Z war, weil man ansonsten dem Halo-Effekt unterliegen würde. Unter Halo versteht man Heiligenschein. Und wenn ich weiß, dass ein Patient schon bei einem anerkannten Experten war, dann würde ich Gefahr laufen, mich seiner Diagnose anzuschließen, wenn ich mir diese Befunde vorher angucke. Also verschaffen wir uns erstmal ein objektives Bild, und zwar weit über den HNO-Sektor hinaus. Sie wissen, Schwindel kommt sowohl aus neurologischen, orthopädischen, internistischen, HNO, augenärztlichen und anderen Ursachen. Und das Besondere an Sinsheim ist, dass wir den Patienten ganzheitlich begreifen und dass wir sie auch in allen Bereichen untersuchen. Was machen Sie mit Patienten, die keinen Befund bzw. kein Ergebnis mit nach Hause nehmen? Wenn wir einen Patienten haben, bei dem wir nicht zu einem Ergebnis gekommen sind, dann bedeutet das für uns nicht, dass der Patient sich den Schwindel einbildet, sondern das bedeutet für uns, dass wir noch weiter gucken müssen, dass wir schauen müssen, ihn vielleicht an einen anderen Spezialisten mit zu überweisen.
Wir geben unsere Patienten nicht auf. Wir glauben unseren Patienten. Das ist ganz wichtig. Wenn ein Patient zu einem Arzt kommt, dann ist das Mindeste, was er von seinem Arzt erwarten sollte, dass der Arzt ihm seine Beschwerden glaubt. Es steht mir nicht zu sagen, Sie bilden sich das Ganze ein. Das ist auch aus psychiatrischer oder psychoanalytischer Sicht ein Fehler, weil jeder psychiatrischen oder auch Angststörung oder Panikstörung geht eine organische Ursache voraus. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Und Sie müssen akribisch suchen, bis Sie diese Ursache gefunden haben. Und manchmal verwenden wir daher auch neue Verfahren. Wir haben ein völlig neues Verfahren entwickelt, eine Traumatherapie für Schwindelpatienten, die wir zusammen mit meiner lieben Frau Mechthild Schiffmann, die Traumatherapeutin ist, voranbringen. Das heißt, Patienten werden durch die sogenannte EMDR-Therapie bei Panikstörungen und bei Angststörungen, die bei vielen Patienten parallel auftreten, sehr effektiv behandelt und man gibt ihnen über eine Ressourcenarbeit Möglichkeit, zu Hause diese Störung auch selbst zu behandeln. Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe, wir entwickeln Trainingsprogramme für die Patienten und wir haben auch für sehr viele Patienten Medikamente zur Verfügung. Sie tun auch MRT-Bilder selber nochmal befunden. Ist es möglich, dass die meisten Radiologen etwas übersehen? Naja, das wäre zu weit gegriffen, wenn ich sagen würde, die meisten Radiologen übersehen etwas. Zunächst einmal, ich habe sehr viel Hochachtung vor Radiologen, weil es ist der einzige Fachbereich, von dem erwartet wird, dass er quasi alle Krankheiten aus allen Gebieten kennt, von der Chirurgie über die Orthopädie zu der Frauenheilkunde, zu den Kindern, zu den anatomischen Normvarianten. Das ist schlicht nicht möglich, aber Radiologen selbst gehen davon aus, dass in etwa 60% der Fälle wichtige Diagnosen übersehen werden und einer der größten Fehler daran ist, dass der Radiologe keine gezielte Fragestellung erhält durch den Arzt, der die Sachen zuweist. Der Radiologe kriegt in der Regel einen Zettel, da steht drauf Schwindel, eine Überweisung steht drauf Schwindel, MRT erbeten, wenn es gut läuft. Viele Patienten kriegen gar kein MRT, was ich nicht verstehen kann. Aber gut, ist ein anderes Thema. Wir haben 2015 mal geguckt, bei 2500 Patienten hatten überhaupt nur 800 ein MRT gekriegt, 400 davon waren brauchbar, der gesamte Rest hat nie eine Bildgebung gekriegt. Aus meiner Sicht ein Skandal, weil Patienten, die jahrzehntelange Beschwerden haben und man verweigert ihnen ein MRT, aus welchen Gründen auch immer, gut, wie gesagt, anderes Thema. Dieser Radiologe kriegt die Information Schwindel, also guckt er nach Blutung, Entzündung, Tumor, Schlaganfall und Multiple Sklerose, nicht nach mehr und nicht nach weniger. Er muss gefragt werden, er muss gezielt gefragt werden, was sucht der eigentlich? Sucht er eine Störung im Hirnstamm, sucht er eine Störung durch einen Gefäß-Nerven-Konflikt? Hat er eher den Verdacht, dass hier ein Tumor vorliegt, dass das Kleinhirn sich einengt oder ähnliches? Das heißt, der Radiologe hat, im Prinzip könnte er Stunden mit einem MRT zubringen. Und deswegen haben wir, schön, dass Sie das erwähnen, vor einigen Jahren angefangen, selbst MRT-Bilder zu befunden. Und tatsächlich befunden wir alle Bilder, die wir bekommen, auf CD selbst noch einmal nach und schauen gezielt, ob wir vielleicht etwas finden, was die Beschwerden erklärt. Und es kommt eher, Gott sei Dank, selten vor, dass tatsächlich mal was übersehen wird. Aber es werden Tumore übersehen, Gefäß-Nervenkontakte übersehen, entzündliche Erkrankungen übersehen. Oder es wurden mal Bilder verwechselt. Auch das gibt es. Der Radiologe, aus meiner Sicht, den trifft keine Schuld. Der Radiologe ist einer der wenigen Ärzte, der alle Befunde aus der Hand gibt. Jeder Arzt hätte die Möglichkeit, sich das selbst anzugucken, aber tatsächlich passiert es nicht. Wir hatten einen sehr interessanten Fall bei einer Patientin, die tatsächlich in sehr vielen namhaften Zentren war, hatte ein MRT dabei, gab uns den schriftlichen Befund und ich habe sie nach den Bildern gefragt. Dann sagte die Patientin zu mir, ja, hier ist der schriftliche Befund. Da sage ich, ich möchte nicht den schriftlichen Befund, ich möchte die Bilder. Die Patientin erklärte mir, die hätte sich noch nie jemand angeguckt, obwohl sie die immer dabei hatte. Was war das Ende vom Lied? Die Patientin hatte tatsächlich einen gutartigen Tumor am Gleichgewichtsnerven, der übersehen wurde. Ich habe den Radiologen daraufhin direkt angerufen, er hat sich die Bilder rausgesucht, hat gesagt, ja, da ist ein vestibulares Schwannom, was ist damit? Und dann habe ich ihm gesagt, in ihrem Brief stand Normalbefund. Der Kollege war entsetzt, hat sich entschuldigt.
Ich mache dem Kollegen keinen Vorwurf. Ich mache allen Kollegen einen Vorwurf, die sich die Bilder nicht angeguckt haben. Weil auch ich mache Fehler. Und auch ich kann mal eine Seite verwechseln. Und das ist menschlich. Auch deswegen legen wir Wert auf maximale Transparenz und Objektivität. Wir geben unseren Patienten alle Messwerte, die wir erheben, als Ausdruck mit nach Hause für ihren Facharzt. Noch eine Frage, und zwar viele Patienten gehen zu Osteopathen oder machen Akupunktur, was in den meisten Fällen manchmal hilft, manchmal auch nicht. Die, wo sich gerne zu uns vorstellen wollen, mit was für Kosten müssen sie rechnen? Das ist sehr schwierig und diese Frage kann ich Ihnen hier im Interview nicht beantworten, weil sich die Kosten immer nach dem Aufwand richten. Das heißt, die Ärztekammer verbietet uns hier Preise zu nennen, weil uns ansonsten eine Pauschalisierung unterstellt wird. Sagen wir mal realistisch gesehen, wenn wir uns das angucken, haben die meisten Patienten sicherlich Kosten zwischen 700 und 800 Euro zu erwarten, wobei die gesetzlichen Kassen das Ganze leider nicht übernehmen, sondern die Privatkassen, die übernehmen es in der Regel vollständig. Das ist keine feste Zusage für den Preis. Ich erinnere mich aber an keinen Fall, wo eine Rechnung 800 Euro überschritten hätte. Ich denke, insofern ist das eine Sache, da Sie mich gezielt danach fragen, wo ich auch gerne eine Auskunft dazu geben. Ich bedanke mich bei Ihnen für dieses kurze Interview. Wenn Ihnen unser Kanal gefällt, abonnieren Sie ihn mit einem schönen, dicken, fetten Like. Wir probieren so gut wie möglich viele Videos online zu stellen und Ihnen Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Genau. Vielen Dank.